Ein einsamer Späher wartet auf uns, auf euch, auf mich, Writing Bull, und auf meinen Co-Moderator Elwood. Hallo, mein Lieber. Hallo, hallo in die Runde. Hallo an alle, die im Augenblick auf Twitch TV live dabei sind. Und wie immer, bevor wir anfangen zu plaudern und euch zu betexten, die Bitte in euch, die Runde hinein, die Bitte, uns Feedback zu geben, wie das mit den Audioeinstellungen läuft, ob ich zu leise, zu laut bin, ob das für Elwood gilt oder für die anderen Audioquellen. Musik, Geräusche, das Girren der Vögel im Dschungel oder das Plätschern der Fische im Wasser, was auch immer ihr gerne leiser oder lauter hättet, bitte sagt Bescheid. Herzlich willkommen, sagen nicht nur wir beide, sondern sagt auch wieder das Sifforum, sifforum.de, zu diesem gemeinsamen Live-Abend, den wir hier veranstalten. Und wir setzen unsere Partie fort mit diesem Späher hier, Domme Böhr haben wir ihn genannt gehabt. Beim dritten Live-Abend sind wir mittlerweile bei dieser Partie hier, bei Colonization, beim Spiel des Monats. August liegt schon ein kleines bisschen zurück, da war das hier die Wettbewerbskarte von meinem Kollegen vom Projektteam der deutschen Community-Mod The Authentic Colonization Tag Mark Cross gebaut, diese Karte. Und das ist ein gemeinsamer Wettbewerb vom Sif-Forum und von Sifanetics, dem internationalen englischsprachigen Forum. Diese Karte hier spielen wir. Und Elwood, kurz und knapp, was ist das Spielziel? Ja, das Spielziel ist das hiesige Land. Das ist noch nicht Brasilien, sondern lediglich ein Ausschnitt Südamerikas, zu besiedeln, so dass wir irgendwann Brasilien gründen können. Dafür müssen wir Städte gründen. Das sind ganz schön viele, ich glaube knapp 10 oder so. Man sieht es an den kleinen Textmarkern, die hier so grau-weiß über der Karte schweben an einigen Stellen. Dort müssen unsere Städte hin und die müssen auch gut bevölkert sein, um als, ich sag mal Stadt und nicht nur als versuchte Ansammlung von Hütten ja im Dschungel durchgehen zu können. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir hier alle Grundlagen für ein modernes Brasilien gelegt. Aber das ist noch ein langer Weg. Das ist noch ein langer Weg und viele Jahre werden bis dahin auch noch vergehen. Wir sind hier, ihr seht es, in Runde 40, oh Gott, und wir sind im Jahre 1533, Anno Domini. Unglaublich, dass es damals schon das Internet gab. Und Ende des letzten Live-Abends ist es hier ganz schön blutig zugegangen. Ich fürchte, zum großen Gefallen des Publikums. Da ging so richtig die Stimmung im Chat hoch, dass endlich Blut floss und die Kanonen knallten, als wir angefangen haben, unsere Nachbarn zu überfallen, die Franzosen. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, Elwood. Ich habe Post bekommen von der französischen Botschaft. Ein Beschwerdebrief. Soll ich ihn mal vorlesen? Da stand drin, liebe Messieurs, liebe Damen und Herren, unverschämterweise habt ihr uns überfallen. Uns, die friedliebenden Franzosen, bla bla bla, da stand das drin. Ich improvisiere ein bisschen, denn ich habe das nicht mehr genau im Gedächtnis, denn als der Brief bekommen ist, habe ich in Wut entbrannt mit einem Pfeifenanzünder, den ich als Statthalter Portugals immer mit mir führe, verbrannt und vernichtet. Das stand da drin, ein Protestbrief, denn wir haben unsere friedliebenden französischen Nachbarn überfallen. Blut floss, wie gesagt, hier, diese Stadt hier, die hieß mal Vorkolonie, jetzt heißt die Rio de Janeiro. Wir haben die erobert und wir haben die umbenannt. Hier steht eine Kolonialmiliz im Beruf des Offiziers. Und wenn ihr ein bisschen weiter Richtung Osten schaut, hier ist ein Schiff von uns, Porta Alegre, das ist eine Karavelle. Hier weiter im Norden, das ist eine Floyd, ein anderes Transportschiff, das wir haben. Das hier ist ein Schiff der Franzosen, die versuchen, sich irgendwie in Sicherheit zu bringen, vielleicht ihre letzte Beute noch nach Europa zu verschiffen, um damit Übles zu tun. Wahrscheinlich neue Waffen sich kaufen, neue Kanonen oder was auch immer. Und hier, diese Truppen hier, die haben wir angelandet gegen Ende des letzten Live-Abends. Hier seht ihr eine schwere Artillerie, mit der haben wir im Zuge eines amphibischen Angriffs hier diese andere Stadt erstürmt und eingenommen. Etwas wagemutig, hat aber geklappt. Und nördlich davon seht ihr hier diesen kühnen Pionier der Franzosen, hat uns den Rücken zugewandt, Elwood. Ich denke, der weiß noch gar nicht, dass wir hinter ihm stehen. Vielleicht können wir diese Chance nutzen und in der nächsten Runde ihn kidnappen. Und dann haben wir natürlich noch die Tupi, Elwood. Tja, müssen wir mal gucken. Ich denke ja, wenn wir den Rundenwechsel dann machen, ist er weg. Der wird versuchen, seine letzte Stadt noch zu erreichen. Das Schiff werden wir wohl auch ziehen lassen müssen, da sich Floyd und Karavelle noch nicht, das sind ja Handelsschiffe, noch nicht gegenseitig Krieg aneinander vergehen können sozusagen.
Und die Tupiya, die haben dem Treiben bisher zugeschaut. Ich weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt. Bin da etwas skeptisch, obwohl wir haben eine Mission errichtet. Das sollte uns erstmal das Gröbste vom Hals halten. Was sagt er denn genau? Schau doch mal nach. Kunham Bebe, das ist der Häuptling und er sieht schon, wie er die Augen rollt. Er ist ein bisschen sauer auf uns. Er sagt zwar, unsere Handelsbeziehungen seien erfreulich, das kommt daher, dass, weil wir auf Tipp von Elvotim uns mit ihm mehrere Geschäfte, Handelsgeschäfte abgeschlossen, ihm Waren abgekauft haben zu Vorzugspreisen. Das kann er alle gut leiden. Aber da steht auch, seht ihr das, was da rot steht? Eure Lebensweise ist eine Gefahr für uns. Was meint er damit? Er meint damit, dass die Kulturgrenzen der Tupi-Dörfer und die unserer Städte überlappen. Und dass wir die Dörfer hier in ihrer, ja, in ihrer Lebensweise, in ihrem Lebensraum stark einschränken. Das gibt fette, fette Diplomatie, Mali. Und das könnte uns tatsächlich, drückt uns bitte die Daumen, lasst uns gemeinsam fiebern, das Genick brechen, wenn wir nicht aufpassen. Denn diese Indianer sind zu Spielbeginn verdammt zahlreich. Allein 4 Krieger stehen hier in diesem Dorf in direkter Nachbarschaft zu unserer Hauptstadt São Paulo. Wir haben da gerade mal eine Artilleriegarnison und eine Kolonialmiliz drin stehen. Und auch in diesem Tupi-Dorf hier stehen schon 2 weitere Einheiten. Und um nochmal ein wenig rauszuscrollen und um euch mal zu zeigen, wo die Tupi überall sind, ganz schön oft hier. Schaut mal, hier ist noch ein Dorf von denen und gleich hier oben noch ein weiteres und so weiter und so fort. Auch im Hinterland sind diverse Tupi-Dörfer. Hier sind dagegen andere. Die Arawak sind das, glaube ich, hier im Norden, die hellgelben. Und das hier sind die Inka-Städte. Und was hier so dunkelgold schimmert hier, das ist eine andere europäische Nation. Das sind die Spanier. Francisco Pizarro, den haben wir beim letzten Live-Abend kennengelernt. Der hat hier ganz im Westen, hat er Siedlungen gegründet. Das sind die Kontakte, Elwood, die wir bislang hatten. Und eigentlich können wir uns über die meisten unserer Nachbarn nicht unbedingt beschweren. Die haben uns bislang in Ruhe gelassen. Es gibt eigentlich nur einen Störenfried in dieser neuen Welt. Jetzt habe ich deine glorreiche Überleitung glatt verpennt, weil ich noch im Chat guckte. Da gibt es noch ein paar Probleme, weil der Stream wohl bei einigen ruckelt. Das ist leider... Da wird gerade versucht, die Sachen zu schauen, ob das vielleicht an Skriptblockern liegt oder am Cache, der noch zu leeren ist. Mal sehen, ob sich das Ganze noch einrenkt. Aber wenn ich da jetzt schon so zum Chat übergeleitet habe in der Moderation, wir haben Post bekommen, beziehungsweise einen Post von Scarbock. Das war der Gewinner letztes Mal beim Preisausschreiben. Der hat sich hier ganz artig bedankt, dass ihm der Postbote das Ziff-5-Päckchen zugesandt hat. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr lobenswert. Nicht nur von der Post, sondern auch, dass Starbucks oder Bommel, wie er sich im Ziff-Forum nennt, so freundlich bedankt hat. Wir haben übrigens neue Preise, aber dazu später. Vielleicht fangen wir erstmal an, so ein bisschen zu spielen und machen wenigstens mal einen Rundenwechsel erstmal. Und guck mal, ob und wie die Franzosen sich hier möglicherweise zur Wehr setzen werden. Oh, wir müssen erst noch Einheiten ziehen. Ich hatte gerade versucht, den Rundenwechsel einzuleiten. Ging noch nicht gut. Hier, wir haben ja verschiedene Schätze. Schaut mal, fette Schätze, die wir im Inland durch unsere Späher erbeutet haben. Und mit denen, die müssen wir erstmal an die Küste bringen, um die dann zu versilbern, um die zu Gold zu machen. Da ziehe ich mal hier rüber mit dem. Und ja, jetzt müssen wir auch noch andere Einheiten ziehen. Das ist der Offizier hier im Beruf der Kolonialmiliz in Rio de Janeiro. Schaut mal, jetzt seht ihr gleich ein Spektakel. Er prüft nicht nur Kimme und Korn, sondern sehr elegant. Wie ein Karnevalsoffizier lässt er das Gewehr kreisen, ganz schön artistisch. Der könnte auch hier in Köln bei mir bei jedem Karnevalsverein mitmachen. Eventuell sogar als Funkemariechen. Und jetzt ist natürlich die Frage, lassen wir den da in Rio de Janeiro? Ich denke schon, wir sollten vielleicht auf Nummer sicher gehen. Oder sollen wir alles auf eine Karte setzen? Was meint ihr, sollen wir mit den Soldaten Richtung Norden ziehen? Na, das könnte schwierig werden. Hier ist noch eine französische Stadt übrig geblieben. Eine einzige. Ich glaube, das ist die letzte. Saint-Alexis. Ganz, ganz kleines Städtchen hier mitten im Gebirge gelegen. Von einer Artilleriegarnison bewacht. Und sehr aufregende Bonusressourcen nicht in der Nähe. Das sind Muscheln, bringen einen Nahrungsbonus. Bringt nicht alles viel. Ist aber halt ein Störenfried. Kommt mir doch sehr französisch vor, dass die bei den Austern da im Teiche
Es muss ein Salzpool sein, noch eine Stadt gründen. Aber die kommt uns doch zu Passe, weil dort sollen wir ja auch eine gründen für unser Spielziel. Stimmt, das ist eine unserer Aufgaben. Hier sollten wir Bero Horizonte gründen. Und ich wage mal eine Wette. Ich glaube, wenn das hier eine Bonusressource Austern ist, dann ist das hier im Dunkeln hier, noch können wir es nicht sehen, hoffentlich können wir es bald aufdecken, eine Bonusressource Baguette. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir? Ziehen wir da hoch? Na, ich glaube, wir lassen die. Sollen wir die erstmal links liegen lassen? Denn es kann ja auch gut sein, wenn wir die Franzosen wären, würden wir das zumindest machen, dass die vom Europahafen frische Truppen bringen. Dass die vielleicht sogar mit ihrem König diplomatisch verhandeln, das können wir ja auch, ich denke, das kann auch die KI, und das, was wir uns dann, dass denen dann zu ihrem Schutze Streitkräfte zur Verfügung gestellt werden. Ach, sag mal, Elwood, das könnten wir doch auch mal machen. Ich klicke mal hier oben auf Diplomatie und auf den... Ich wollte es gerade vorschlagen. Ja, schau doch mal, König von Portugal. Ob die olle Puderquaste da was rausrückt. Ja, das hat er jetzt gehört. Olle Puderquaste. Hat Elwood zu laut gesagt? Na, noch ist er freundlich, hat es anscheinend überhört. Und jetzt fragen wir ihn mal ganz freundlich an, durch Klick hier drauf. Könnt ihr uns zu unserem Schutz Streitkräfte zur Verfügung stellen? Und, was sagt er? Wir werden euch nur beschützen, wenn wir es für angebracht erachten. Ihr dürft euch jetzt entfernen. Seltsam. Hätte ich mir eigentlich gewünscht. Komisch, dass der das nicht will. Ich muss ehrlich sagen, ich benutze das auch sehr selten und ich glaube, es hat bei mir auch noch nie geklappt. Es ist mir ein Rätsel, nach welchen Kriterien er die rausrückt. Aber ich habe es schon gesehen bei anderen Usern, das geht. Ich habe es auch schon mal selber erlebt. Ja, wohin jetzt mit dem Soldaten? Tja. Entscheide nach gut dünken, Herr Gouverneur, im Chat rührt sich nichts. Ich hoffe, der hängt gerade nicht wieder. Aber dann haben wir unseren ersten Zug vielleicht jetzt wirklich schon gleich geschafft. Dann lasse ich den da erstmal stehen und warte mal ab, was passiert. Die Porta Alegre hat Eisenerz an Bord und Silber, nicht allzu viel. Frage, holen wir aus Rio de Janeiro beispielsweise etwas an Gütern ab? Hier ist noch mehr Eisenerz und ganz viel Silber. Sollten wir da abholen und dann versuchen, im Europahafen zu verscherbeln? Ich ziehe mal rüber mit der Karavelle nach Rio de Janeiro und belade die mit weiterem Silber. 49 Silbereinheiten jetzt an Bord und mit Eisen. 49 Gilber Silber macht bei einem Preis von 19 pro Stück. Verdammt viel. So viel, dass ich es noch nicht mal auszurechnen glaube und auch schon so ausrechnen muss, um schon so beeindruckt zu sein. Jetzt haben wir hier noch die Artillerie-Garnison, die hatten wir aus Vaya Batata rausgerückt, Richtung Südwesten geschickt, um, hier seht ihr die Ruinen, hier eine französische Siedlung dem Erdboden gleichzumachen. Der Auftrag ist erfüllt, dann können wir auch und sollten wir auch mit der Artillerie-Garnison zurückziehen, um Vaya Batata zu beschützen. Hier ist unser Späher, ein routinierter Späher, direkt bei den Spaniern. Tja, soll ich mal versuchen, ob wir offene Grenzen mit denen vereinbaren können? Denn ich bin schon ein bisschen neugierig, wie es da bei dem aussieht. Na, ist er nicht zu bereit? Dann werden wir halt so weiterziehen. Ja, der gute Mann ist immer etwas miesepetriger. Wenn man an den anderen Spanier gerät, an Herrn Bolivar, ist man meistens etwas besser dran mit solchen Anliegen. Wie miesepetrig ist diese Dame denn hier? Das ist Nunkui. Nunkui, genau. Und sie spricht uns an mit den Worten: Fremder Mann, senkt euren Blick. Man nennt mich Nunkui, wie die große Erdmutter. Ich bin ihre heilige Dienerin und beschirme in ihrem Namen und mit ihrer Macht das Volk der Shuar. Erst seit wenigen Generationen leben wir hier im Urwald, nachdem uns ein Volk heidnischer Städtebauer aus unserer angestammten Heimat vertrieben hat. Dürstet euch es euch ebenfalls, steinerne Städte zu errichten? Nun, ihr solltet eure Dreistheit zügeln. Sonst lasse ich euch von den Jünglingen, die mir dienen, euer Haupt abschneiden und als Schrumpfkopf über mein Nachtlager hängen. Nunkui. Hätte auch Domina heißen können, obwohl das ist, glaube ich, ein dermaßen brutaler Kult. Wir wollen ja auch die Dominas nicht schmähen. Falls ihr euch denkt, Mensch, was ist denn das für Science-Fiction hier? Was haben denn die Modder aus dem Taktteam sich hier zusammenfabuliert? Das ist doch Fantasy der übelsten Sorte. Das ist doch ein Monolog, wie er aus Game of Thrones stammen könnte, also aus einer Colonization-Mod, die angeblich historisch authentisch ist. Kann ich eure Bedenken zerstreuen? Dieser Text hier, der greift tatsächlich von diesem Volk, den Shuar, Fakten auf. Tatsächliche Begebenheiten aus der Kulturgeschichte und aus dem Leben dieses Volkes, die haben tatsächlich ihren Feinden die Köpfe abgeschnitten und die als Schrumpfköpfe zur Dekoration, zur Innenausstattung ihrer Zelte und Hütten benutzt. Nette Leute.
Und gleich kann man das vielleicht kurz nutzen. Die Dame ist ja, abgesehen von ihrem Angebot, was sie mit unserem Haupt machen möchte, eine echte Augenweide. Die ist handmodelliert und gebaut von einem unserer Grafiker damals aus dem Tag-Team. Und ich muss sagen, das ist wirklich beeindruckend, was da mittlerweile möglich ist. Gerade wenn man sieht, was uns in vielen anderen Mods an mehr oder weniger frankensteinhaften Leatherheads da zusammengeklebt ist. Hier hat Melcher Kürzer wirklich ganze Arbeit geliefert. Finde ich auch. Die sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus. Fast so hübsch, wie sie grausam ist. Auf Wiedersehen nun, Kui. Bis bald. Und jetzt haben wir den anderen Speer, den Dommeböhr. Und ziehen mit dem, tja, wohin? Ich scroll mal ein bisschen raus und schau mal über dieses Feld hier, ob wir weitere Städte entdecken können. Ob die schon zu sehen sind. Kulturgrenzen von Dörfern, in denen wir womöglich... die wir womöglich abgrasen können, um da Begrüßungsgeschenke einzusacken. Doch ist da nichts zu sehen. So, jetzt haben wir mal wirklich alles gezogen, was es zu ziehen gab und können mal eine Runde weitergehen. Befördert doch den Speer noch. Der war, glaube ich, schon einmal befördert. Hier. Der war zumindest schon, genau, der hat noch Erfahrungspunkte übrig. Die sollten wir ihm vielleicht gönnen, falls er in einen Kampf verwickelt wird und den überlebt. Er hat schon die beiden wichtigen speertypischen Beförderungen, Kundschafter 1 und 2, und hat damit eine höhere Sichtweite und eine größere Beweglichkeit über das Gelände. Weil das ist ja so, wenn Erfahrungspunkte übrig bleiben, dann kann man ja mit einer Beförderung, die man später ausspricht, auch noch Lebenspunkte dazu zaubern im Notfall. So, jetzt mal eine Runde weiter. Ah, schaut mal. Was ist denn das da für ein Speer? Das ist ja unglaublich. Ich kann es nicht fassen. Das waren tatsächlich die Franzosen. Die haben zurückgeschlagen. Mit einem Speer zurückgeschlagen und eine Artillerie von uns vernichtet. Da schauen wir es gleich aus der Nähe an. Elwood verstummt auch schon vor Schreck. Kein guter Auftakt. Wenn das so weitergeht, dann könnte es sein, dass Elwood und ich hatten uns ja, ich muss es gestehen, ein bisschen Sorgen gemacht im Vorfeld, dass wir im Augenblick nicht so ein hohes Spieltempo an den Tag legen. Aber wenn das so weitergeht, dann kann es tatsächlich sein, dass die Partie heute noch beendet wird. Allerdings vielleicht nicht mit dem Ziel, mit dem Ergebnis, das wir uns erhofft hatten. Friesische Reiter sind in Chao Vicente gebaut worden. Das ist diese hier. Das sind diese zugespitzten Pfähle, die einen Verteidigungsbonus von 30% geben gegen Einheiten, die solche Verteidigungsboni nutzen können, Infanterie- und Artilleriegarnisonen. Ja, was machen wir jetzt hier? Lagerhaus wäre immer eine Möglichkeit, um besser Waren abtransportieren zu können. Gibt es irgendwas, was wir hier benutzen könnten, um Produktion anzukurbeln? Ich denke, im Augenblick nicht. Schwere Entscheidung. Ich tendiere im Augenblick zu einem Lagerhaus, Elwood. Ich gehe erstmal raus aus dem Stadtbildschirm, wir können das ja immer noch ändern, weil das unsere einzige Hafenstadt ist, die zu Waya Batata, dieser Stadt hier, und der neuen Stadt, die wir demnächst hier im Südwesten gründen wollen, die Verbindung zur Küste und damit zum den Transportwegen nach Europa aufrechterhält. Ebenfalls halte ich für vernünftig, ja. Ebenfalls friesische Reiter gebaut in Waya Batata. Ihr merkt schon, ich bin heute sehr ehrgeizig. Ich versuche, Elwood nicht zu Wort kommen zu lassen. Ebenfalls friesische Reiter gebaut worden in Waya Batata. Und auch da die Frage, was macht man da? Da ist jetzt vielleicht schon eher sinnvoll, ein Produktionsgebäude hochzuziehen. Die Frage ist, welches? Stadthalle wäre auch eine Möglichkeit, weil die Stadthalle die Voraussetzung ist, die friesischen Reiter zu Palisaden aufzuleveln. Kann sein, dass es hier bald kriegerisch zugeht. Noch kriegerischer als bislang, wenn die Tupi uns zum Beispiel ihre Engelsgeduld aufkündigen würden, die sie bislang mit uns aufbringen. Ich krieg prophylaktisch vor, mal kurz, oder Quatsch, prophylaktisch, pardon, da habe ich mit Fremdwörtern versucht zu reüssieren, ohne das zu beherrschen. Ich meine natürlich, dass ich mal provisorisch auf die Stadthalle klicke. Und das gucken wir uns gleich nochmal aus der Nähe an. So, aber jetzt erstmal zurück zu dem Ort des Geschehens hier. Ist das tatsächlich... Tja, das Problem bei der Stadt ist ein bisschen, dass sich... Naja, die Nahrungsversorgung sehr schwierig ist. Ne? Wir haben nur Hügel. Wir haben alles an der Hand, um eine Eisen- bzw. später dann eine Waffenindustrie aufzubauen. Aber das sind sehr, naja, ich sag mal, sehr langwierige Projekte. Welche der beiden Städte meinst du? Eigentlich irgendwo eine solide Nahrungsversorgung. Die Stadt hier kann sich mit den Kartoffeln ein bisschen über Wasser halten, aber es wird kaum reichen, um dann, weiß ich nicht, 4-5 Schmiede durchzufüttern irgendwann. Mhm.
Und unsere Küstenstadt ist da ähnlich aufgestellt. Also uns fehlt noch so ein richtiger Farmtown. Uns fehlt eine Stadt, die an fruchtbaren Ebenen und an fruchtbarem Gras liegt oder zumindest an einer fruchtbaren Küstenlinie mit viel Wasserfeldern, wo wir viel, viel Nahrung erzeugen und dadurch eine große Einwohnerschaft durchfüttern können. Das wäre nämlich, Elwood, die Voraussetzung, um diese Stadt vielleicht auf Fabriken zu spezialisieren, um da die zentralen Verwaltungsgebäude hochzuziehen, abzugraden, sodass wir die teuren und besonders produktiven Fabriken für die Produktion, für die schnelle Produktion großer Menge von Fertigwaren hochziehen können. Schau, Paolo scheint nicht unbedingt der rechte Fleck dafür zu sein. Elwood hat es angesprochen. Na, das ist doch alles sehr dürftig hier mit der Nahrungsversorgung. Vaya Batata ebenfalls. Was bietet sich denn hier an? Schau mal, wir hatten ja hier im Südwesten, hier ist so ein Plus eingezeichnet. Hier wollten wir ja eine Stadt gründen. Hier ist allerdings auch Zuckerrohr, zwei Zuckerrohr-Bonus-Ressourcen. Aber trotzdem, da könnte man doch vielleicht den Zucker abbauen. Hier sind auch Sümpfe. Und vielleicht... Oder meinst du, wir sollten eine Stadt aufziehen, in der die wirklich eine reine, nackte Fabrikstadt ist? Also ich hatte nur ein bisschen überlegt, dass man mit Vaya Batata vielleicht doch die Haupteisenindustrie reinstecken könnte. Müsste man Nahrung zuschießen, aber wir haben einen Fluss direkt an der Stadt und das ist zum Betreiben von gigantischen Eisenwarenfabriken eine Voraussetzung. Der Fluss wird sich dann wahrscheinlich doch etwas schmutzig färben, was sich nachteilig auf die Nahrung auswirkt. Aber da wir hier kaum Nahrung mit den Hügeln machen, kann uns das dort recht egal sein. Vielleicht wäre das die Eisenschmiede der Nation, später Waffenschmiede vielleicht noch. Und andere Fabriken, ja, ich denke, die Zuckerstadt ist gar nicht schlecht geeignet. Da kann man durchaus zwei, vielleicht sogar drei Fabriken mit aufziehen. Dann behalten wir das beides mal im Kopf, dass wir sowohl Vaya Batata als auch diese noch zu gründende Zuckerstadt, dass wir die zügig groß ausbauen wollen und dass wir drumherum dann eventuell kleinere Rohstoffsiedlungen platzieren werden. Wäre jetzt unser provisorischer Plan. Ja, wie weiter? Das ist jetzt wieder unsere Artilleriegarnison, mit der ziehe ich hoch nach Vaya Batata. Und das ist der Späher hier, der ganz im Westen die weiteren Städte der Spanier enthüllt hat, aufgedeckt hat. Hier ist eine... Oh, schaut mal, was die an Waffen haben. Unglaublich. Was die an Truppen haben. Kolonialmiliz, zwei Artilleriegarnisonen, eine schwere Artillerie in einer Zweierstadt. Hier zieht noch eine schwere Artillerie rüber. Hier haben sie in Santo Domingo ebenfalls eine Artilleriegarnison. Und hier ist noch eine ganz nördlich von unserem Späher. Da kann man ja eigentlich froh sein. Da kann man wirklich nur froh sein, dass die nicht unseren unmittelbaren Nachbarn sind. Ich glaube, da gibt es nicht nur Schrumpfköpfe, sondern auch Knallköpfe in der nahen Nachbarschaft. Ich glaube, Nun Kui wird nicht mehr lange unbehelligt dort leben, so wie ich das Naturell des Spaniers kenne und vor allen Dingen seine Boni im Kampf gegen Ureinwohner. Und jetzt spreche ich hier mal in diesem Tupidor vor. Und der sagt uns, aha, wir können von wegen Tupidorf in einem Schuhardorf. Wieder Nun Kui, die örtliche Dorfvorsteherin, hat die sich gezweiteilt, gedrittelt? Hat sie Klone erzeugt mit ihren magischen Schrumpfköpfen möglicherweise sich verzaubert, dass sie überall in allen Dörfern gleichzeitig die Dorfsteherin sein kann? Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass sie einfach nur jüngere Schwestern hat. Nun Kui sagt, tja, Preise bekommen wir hier nicht, keine Goldgeschenke, da waren die Spanier vor uns schon da, keine Begrüßungsgeschenke, aber uns wird zumindest eine örtliche Delikatesse serviert und wir bedanken uns. Lebt wohl! Die gerösteten Chinchillas waren eine Delikatesse. Klingt ein bisschen makaber, aber, liebe Leute, wir leben hier in einem Land der Massentierhaltung und ich wette, diese Chinchillas, die sind artgerecht gehalten worden und sind sicher glücklich gestorben. Ich dachte immer, es geht um das Fell bei den kleinen Viechern. Na, man kann sie auch essen. Zumindest, wenn man auch ein Faible für kleine Tierchen und kleine Köpfe hat. Wen haben wir hier? Im modernen Marketing-Sprech könnte man von Dual Use oder den Zwei-Wege-Tieren sprechen. Das stimmt. Mehrfach nutzbar, diese Chinchillas. Man kann sie übrigens auch ausnehmen und als Handpuppen benutzen. Kann man, wenn man kleine Kinder hat, denen dann gute Nachtgeschichten erzählen. Bevor es noch makabrer und tierfeindlicher wird, tun wir einfach so, als hätte ich diese Bemerkung gerade nicht getätigt
Und sind jetzt hier wieder beim Domme Bär. Domme Bär. Der stößt hier das auf Thema einen... Das Thema können wir ja dann zurückkommen, wenn wir den ersten Wal fangen. Da hast du recht. Ein routinierter Späher, der Holländer, begegnet uns im Dschungel. Wir ziehen mal... Das ist natürlich blöd. Der wird wahrscheinlich die anderen Dörfer hier schon abgegrast haben. Und wird uns alles weggeschnappt haben, was es hier an Begrüßungsgeschenken gibt. Das gefällt mir nicht sonderlich gut, naja. Aber jetzt schauen wir uns doch hier nochmal aus nächster Nähe an, was sich hier für ein Drama, für ein peinliches Drama eben ereignet hat. Was hatten wir hier nochmal? Eine schwere Artillerie oder eine Artilleriegarnison? Ich glaube, es war eine schwere Artillerie. Ich glaube, es war sogar eine schwere Artillerie und das ist natürlich bitter, weil teuer das Ding schlichtweg. Hat denn der Speer wenigstens was abgekriegt? Nein, der Speer hat noch seine vollen 2 Lebenspunkte. Das ist schändlich. Schau doch mal ins Kampflog, aber die muss doch angeschlagen gewesen sein. Das kann doch kaum sein, oder? Dass der das sonst hinkriegt. Na, die schwere Artillerie hat 2x20 Trefferpunkte erlitten. Kampfchancen 99%. Worauf bezieht sich das denn? Die sind immer so kryptisch zu lesen. Oh Gott, da schwere Artillerie 0,66 Stärkepunkte, ja, da. Daran lag's. Da reicht auch ein dahergelaufener Schlapphutträger mit Holzfällerbeil und Deckenrolle auf dem Gaul. Genau. Und wir können uns nicht mal rächen, das ist bitter. Wir könnten schon, schau mal hier. Wir haben eine andere schwere Artillerie an Bord noch. Und ohne das mal durchzuführen, zeige ich mal, wie unsere Kampfchancen wären bei genau 50%. Kopf oder Zahl, Elwood? 50%? Nee, also dann nicht drauf. Wir haben zu wenig. Wer weiß, wenn der jetzt wiederkommt mit seinem Schiffchen. Zieh die doch mal beim Tupi ins Dorf. Dann können wir ihm vielleicht den Rückweg abschneiden und ihn zu Lande noch zusetzen. Ich mache das noch anders. Ich ziehe mit dem Schiff in das Dorf hinein. Dann klicke ich auf die schwere Artillerie, entlade die. Im Chat wird gerade gesagt, lieber den Pionier einsammeln. Ja, der geht vor allem kampflos sofort. Das ist eine gute Idee. Sehr gut. Und bringt 50 Werkzeuge mit, ja. Wem verdanken wir diesen klugen Hinweis aus dem Chat? Das war Melcher Kürzer höchstpersönlich, der Danke, sich Melcher. Uns schon mal... meinte, wir würden uns doch nur einschleimen wollen nach dem Lob für seine Dschungelkönigin dort und am Ende bestellen wir doch wieder neue Grafiken bei ihm. Tja. Eben waren wir noch so freundlich gegenüber Melcher Kürzer und haben ihn gerühmt und gepreist und jetzt zeigt er, dass er ein berechnendes Wesen hat, zumindest das bei uns erkennt. Wer weiß, was das über ihn selber aussagt. Ich glaube, jetzt ist das alles gleich schon wieder... ist er schon wieder gleich auf menschliches Maß zurechtgestutzt. Und nicht mehr der Modder-Übermensch, als der er eben erschien. Jetzt holen wir uns aber hier den kühnen Pionier. Da ist er. Kampflos ist er unser. Ein kühner Pionier. Danke, Melcher, für diesen Hinweis. Und unsere schwere Artillerie hat immer noch einen halben Bewegungspunkt. Kann aber sie kann nicht nochmal angreifen, ne? Ja, leider nicht. Schaut mal hier, da gibt es diesen roten Kreis. Man kann mit Einheiten immer nur einmal pro Runde angreifen. Eine Besonderheit hier bei Civilization und auch bei Colonization. Doof, ist aber so. Betrifft aber nicht nur uns, betrifft auch immer die Gegner. Ja, damit, was machen wir? Dann denke ich, wir bleiben da stehen. Wir müssen auch den kühnen Pionier, der kampflos ist, bewachen. Macht ja keinen Sinn, da abzuziehen. Und mit der Floyd, wenn wir da jetzt mit der Floyd ohnehin in dem Tupidorf schon drin sind, dann gucke ich mal nach, ob wir mit denen nicht vielleicht noch irgendein Handelsgeschäft treiben können. Tabak haben die zum Beispiel. 33 Tabak in ihrem Warenlager. Und ich frage den mal, was er dafür gerne hätte. 93 Gold, Elwood. Tabak, Verkaufspreis von Tabak im Europahafen, 4 Gold, bringt uns also eigentlich kaum was. Schaden tut's allerdings auch nicht. Was meinst du? Oh, einfach mitnehmen oder noch was für unsere Beziehung tun. Dann werden wir aber wahrscheinlich, ich würde überschlagen, dann müssen wir ihm bestimmt 210 geben, dass er das honoriert.
Bin ich ein bisschen zu knickerig zu. Also worauf Elwood anspielt, das wissen die, die beim letzten Mal im Chat und beim Live-Abend dabei waren. Da hatten wir das länger erklärt gehabt. Ganz, ganz kurz, wenn man halt um etwa das Doppelte, wenn nicht gar noch etwas mehr, den verlangten Preis überbietet und sich besonders großzügig zeigt, gibt es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einen Diplomatie-Bonus, der entsteht. Aber soll man das wirklich machen? Ich weiß nicht. Sag mal, ist der eigentlich preisabhängig? Sonst kauft man vielleicht nur die 12 Baumwolle ein. Ich glaube, ganz so simpel geht das nicht. Dann wäre das doch sehr einfach. Nee, dann nimm einfach die 33 Tabak mit zum Normalpreis und wir sparen uns das Geld lieber für die Kriegskasse. Wird gemacht. Ist erledigt. Ei, ei, Elwood. So, jetzt ziehen wir mit der Ruvuma raus und die hat halt diesen Tabak an. Oder warte noch mal kurz. Ja. Wenn sie da... Ich bin schon raus, falls... Die Strafe des leicht verzögernden Bildes. Nein, ich hatte nur kurz gedacht, wenn das Schiff im Dorf stehen bleibt, kann meines Wissens, kann dann der Späher das Dorf und die Straße da benutzen und sich verkrümeln? Ich glaube, er kann doch nicht über eine unserer Einheiten ziehen. Ja, aber er könnte ja um das Dorf herumziehen. Er könnte ja hier über dieses Feld ziehen. Aber dann können wir ihn trotzdem noch mit der Kanone erreichen, wenn ich mich nicht ganz vertan habe. Da hast du recht. Und ihn nächste Runde büßen lassen. Das testen wir mal. Ich weiß nicht, ob das geht. Kann auch sein, oder greift er denn unsere Fleute an? Kann ein Späher, der in ein Indianerdorf hineinzieht, in dem ein feindliches Handelsschiff vor Anker liegt, dieses besetzen? Spannende Frage. Hast du das schon mal erlebt? Kampfspäher gegen Schiff? Nein, aber ich habe schon einiges erlebt in deinem Leben. Mit Schiffen, die ich versucht habe, durch feindliche Indianerdörfer zu ziehen, wo das noch nicht klar war, dass das Feinde sind, wo ich den Bewegungsauftrag gegeben hatte. Da haben mir die Indianer doch glatt das Schiff zerscherbelt. Also ich denke mal, wir müssen die Authentizität dieser Mod nicht bis zum Letzten ausreizen oder gefährden und hier irgendwelche Tricks machen, die im wirklichen Leben wahrscheinlich nicht passiert wären. Also, dass Späher mit Handelsschiffen aufgehalten worden sind, die sich ihnen in den Weg gestellt haben. Gab es vermutlich in der Kolonialgeschichte Amerikas nicht. Müssen wir vielleicht nicht unbedingt nachspielen, oder? Du bist der Gouverneur. Ich bin nicht der Gouverneur. Ich bin nur das ausführende Organ deiner Weisheit, Elwood. Oh, jetzt habe ich mich schon verklickt. Tut mir leid. Wolltest du was sagen? Schon leider wieder weg. Darauf komme ich zurück. Ja, und die andere Karavelle mit Silber und Eisenerz an Bord können wir jetzt hier auch Richtung Europa bringen. So, alles gemacht, was wichtig ist. Ach, wir sollten über die Bauaufträge, müssen wir noch ganz kurz reden. Das Lagerhaus war, glaube ich, klar. In Chao Vicente, das war unstrittig. Die Stadthalle in Vaya Batata. Sollen wir das machen oder sollen wir hier eine Dorfschmiede errichten? Du hattest ja die Idee geäußert hier. Also es wurde vor uns länger im Chat darüber diskutiert, ob man in der Kartoffelstadt vielleicht eine Kirche reinstellen könnte und ob die dann auch dem Vatikan geweiht sei oder ob sie überhaupt vertikal stehen könne auf diesem krummen Hügel dort. Das, die Kirche wäre natürlich, die Kirche wäre natürlich der heiligen Kartoffel geweiht. Das würde natürlich eine Priester hätten wir da. Ja, wobei das eine sehr preiswerte Kirche wäre. Ich denke, die Baukosten sind höchstens 50 Hämmer. Ich hoffe, es werden keine 30 Millionen oder 3 Millionen daraus. Aber das weiß man nie beim Bau von Kirchen oder Bischofspalästen, was da so alles draus entsteht, noch möglicherweise an Kosten. Aber ich glaube, bei 50 Hämmern sind wir auf der sicheren Seite. Lass uns das doch machen, denn wir haben hier einen mitreisenden Prediger, ebenfalls hier in Vaya Batata. Und der weiß ganz dann doch genau gleich, dass er nicht mehr als Zimmermann arbeiten muss, sondern als Prediger arbeiten darf. Gute Idee. Ein Dankeschön. Wer hat die Idee geäußert? Ich klicke schon mal auf eine Runde weiter. Ich schaue mal eine Runde hoch. Das kriegen wir noch raus. Ein Achievement. Klicken wir weg. Ein Belohnungsfenster. Das war Madi 1988, der sich erkundigte, wie es denn der Kartoffelkirche gehen würde. So, wo ist der Späher? Ah, schau mal, jetzt ist der Späher hierhin verschwunden, der französische Späher. Den können wir tatsächlich nicht mehr erreichen, der ist jetzt futsch.
Da kommen wir nicht mehr hin mit unserer schweren Artillerie. Ich mache erstmal die Züge, die unstrittig sind. Ich ziehe mal hier mit der Floyd, die den Tabak an Bord hat. Oder haben wir hier noch Güter, die wir in Chao Vicente abholen müssten? Oh, auch 60 Silber. Hm. Naja, aber das ist jetzt, glaube ich, Umweg. Lass es mal lieber zügig nach Europa fahren erstmal und das wegbringen. So, mit der ziehe ich hier hin. Und mit der Karavelle ziehe ich hier oben hin. Dann erfahren wir auch etwas über den Verlauf hier. Wir gewinnen bald durch das Aufdecken der Karte noch ein paar wertvolle Erkundungspunkte für den Gründervater-Bildschirm. Ja, die Frage ist, der kühne Pionier, der von der schweren Artillerie bewacht wird, wohin? Ich denke, damit sollten wir schnellstmöglich hier hinziehen. Nach Rio de Janeiro und von da aus dann weiter. Auf jeden Fall weit, weit weg hier von dem feindlichen Speer. Also was haben wir jetzt hier an Truppen, um eventuell auf Belo Horizonte zuzuziehen? Wir haben hier eine schwere Artillerie, eine Kolonialmilizoffizier in diesem Beruf, eine Artilleriegarnison. Hier steht noch eine Kolonialmiliz, noch eine Artilleriegarnison, noch eine Artilleriegarnison. Also das waren, wenn ich richtig mitgezählt habe, 3 von diesen Verteidigungsartillerien, den Artilleriegarnisonen. Alle zum Angriff kaum geeignet. 2 Kolonialmilizen, eine schwere Artillerie. Ich glaube, Elwood, ich fürchte, wenn wir halbwegs nüchtern spielen und pragmatisch, dann sollten wir lieber unsere 3 Städte und eventuell die 4., die wir demnächst gründen wollen, beschützen und nicht zwingend jetzt versuchen, auf Teufel komm raus, hier noch dieses winzige Kaff im Binnenland zu erobern, oder? Ach, ich weiß nicht. Der frühe Vogel fängt ja den französischen Wurm. Wir haben gesehen, letzte Runde war die Karavelle des Franzosen, also das Einzige, was er noch für Nachschub zur Verfügung hat, noch immer in der neuen Welt. Er braucht 2 Runden nach Europa, er braucht 2 Runden zurück. Frühestens abgefahren sein kann sie gerade eben. Dann muss er wieder auf Landreichweite kommen. Also bevor er wieder aufkreuzt, vergehen mindestens 5 Runden, wenn nicht mehr. Und in der Zeit kriegen wir es vielleicht hin, wenn wir oben mit der schweren Artillerie durch das Indianerdorf ziehen auf die Freifläche links daneben. Sind wir ein Feld neben der Stadt. Mit unserem Offizier können wir sogar schon gleich ranziehen. Und dann haben wir in der nächsten Runde 2 Angriffseinheiten neben der Stadt und haben sie in der dritten Runde eingenommen. Außerdem wird sich vielleicht der Späher dann gar nicht rantrauen, wenn wir ihm dort mit der Kanone den Weg abschneiden, nicht dass der sich noch in die Stadt stellt und die mit verteidigen wird. Das heißt, du würdest die schwere Artillerie nordwestlich von Tupinamba platzieren, wenn ich dich richtig verstanden habe? Nein, dann kommt vielleicht doch der Speer wieder auf dumme Gedanken. Ich würde sie auf die 4 stellen, auf das Flachland daneben. Da ist sie außerhalb der Reichweite. Okay. Na, da kann der aber auch hinziehen, so, der Speer. Er kann andersrum auch. Kann das er hier hinziehen. Dann vielleicht eher hierhin. Auf den Wald, der südwestlich. Ja. Mache ich das mal. Da ziehe ich jetzt auch natürlich den kühnen Pionier hin, die Experteneinheit, die wir gemopst haben vom Feind. Die Artilleriegarnison ganz links, die stelle ich, glaube ich, nach Vaya Batata rein, sonst ist Vaya Batata ja nackt. Da haben wir große Pläne vor. Ist ein Missionar unterwegs, vielleicht können wir den abgreifen dann noch. Könnten wir natürlich schon machen, aber dann hätten wir außerdem noch Krieg mit den Holländern. Ach so, entschuldige, dann habe ich denn mein Flaggenkunde war gerade ungenügend. Das muss der rote Schleier sein vor meinen Augen. Ja, der rote Schleier, der Blutschleier des Zorns. Wahrscheinlich bei den vielen Gefechten ist dir das Blut der Feinde ins Gesicht und in die Augen gespritzt, sodass du nicht mehr sauber sehen kannst. Es erinnert mich daran, dass ich schnell den Jugendschutzhinweis FSK 12 einblenden sollte in das Streaming. So, bevor wir weiterziehen, versorgen wir erstmal den Speer hier. Ja, der ist. Mit dem können wir ja gar nicht so viel leider erreichen. Und hier haben wir jetzt den anderen routinierten Speer. Ich ziehe mal. Ah, noch eine Stadt. Noch eine Inka-Stadt hier. Quito. Aha, was ist das hier? Die Spanier. Francisco Pizarro, der alte Schatzräuber, hat tatsächlich einen Goldschatz, 1000 Gold hier, und transportiert ihn durch die Gegend. Naja. So, aber zurück in den Südosten und zu unseren Städten und zu unseren Truppenbewegungen. Wir hatten jetzt also die schwere Artillerie hierhin gezogen. Und dein Vorschlag war, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Kolonialmiliz
Kann man die eigentlich umwandeln eventuell? Nein, wir haben keine Pferde. Können wir nicht in Kavallerie umwandeln. Mit der hier über den Berg, der nördlich von Rio de Janeiro ist, und über den Hügel dann vorzuziehen, nicht? Die zwei Felder, die können wir ja schon direkt daneben ziehen auch. Du meinst so, hierhin, oder? Reicht nicht. Ach ja, ja, wir haben ja die Straßen im feindlichen Gebiet können wir ja nicht nutzen. Ich stelle mal hierhin, da ist der Verteidigungsbonus ein höherer. Und nächste Runde sind wir dann dran. Ja. So, eine Runde weiter. So, jetzt ist hier wieder erstmal sicherheitshalber rausgescrollt. Sehen wir irgendetwas von feindlichen Truppen? Nein, sehen wir nicht. Die Floyd fährt rüber in den Europahafen. Der Speer, den wir in der Inko-Stadt, in der Inka-Stadt Quito haben, spricht vor und erfährt vom Häuptling von Quito. Der erzählt ihm Geschichten über unsere Heimat. Heißt, es werden gleich Geländefelder aufgedeckt. Der Fog of War wird etwas gelüftet. Ihr seht ja, jetzt können wir ein bisschen besser sehen, wo wir hier sind. Das nutze ich auch gleich mal. Scroll ein bisschen raus und zeige wieder die Kulturgegend. Und ihr seht, hier sind zwei Städte. Hier ist eine weitere spanische Stadt. Und wir könnten ja hier hin, in dieses Dorf hier, und mal gucken, ob die Spanier da vielleicht nicht waren. Denn das ist doch wirklich erstaunlich. Schau mal, dass wir hier überhaupt noch das Gastgeschenk bekommen haben. Denn diese Stadt der Inka liegt ja nur drei Felder entfernt von dieser spanischen Stadt, und drei davon, dann hat die KI, die künstliche Intelligenz, die Spanier steuert, sich nicht mit Ruhm bekleckert. Oh, schau mal. Tja, leider wird dann der untere Scout doch wieder einen ganz schönen Bogen laufen müssen, weil wir das spanische Gebiet nicht durchqueren können. Aber schau mal, das ist ein Achievement, das ganz interessant ist. Wir haben nämlich den Pazifik entdeckt hier. Unser Entdecker starrt in die Ferne, sieht eine endlose Wasserfläche, heißt es hier im Text, und nennt dieses gewaltige Meer den stillen Ozean, den Pazifikus. War das eine offene Quest hier? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich fürchte, da der Spanier ja von Anfang an dort an der Ostküste gesiedelt hat, dass das, Entschuldigung, Westküste, dass das weg ist, dass er das hatte. Ich habe mal nachgeschaut im Questlog, wurde leider nicht angezeigt. So, und jetzt ziehen wir. Wir folgen deinem klugen Plan, Elwood, mit dem Offizier über den Hügel langsam rauf Richtung Belo Horizonte. Ziehen mit der schweren Artillerie hinterher. Ich denke mal, mit dem kühnen Pionier müssen wir nicht hinterherziehen. Den kann ich mal, den ziehe ich mal hier rüber. Genau, den bewege ich mal Richtung Rio de Janeiro. Und schaut mal hier. Noch eine Einheit. Kein kühner Pionier, keine Experteneinheit im Beruf des Pioniers. Hier lassen die Portugiesen unbeeindruckt davon, die Franzosen unbeeindruckt davon, dass sie so schwer unter Beschuss geraten sind, doch tatsächlich ihre Bürger nicht etwa in dieser Stadt postieren, zurückhalten als Reserve, um die eventuell zu bewaffnen, sondern schicken die zur Landbearbeitung raus aus der Stadt. Die haben vielleicht anscheinend, haben sie Bunker. Das könnte sein. Oder sie haben schlichtweg die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt. Eine Runde weiter. Oh. Wir bekommen wieder einen Gründervater oder eine Gründermutter angeboten. Malinche. Das. Ja. Nehmen. Ja. Bin ich völlig voreingenommen. Ja. Sieht wunderschön aus und sie bringt zwei indianische Söldner. Das ist so großartig. Das ist eine der besten Einheiten, die man im Gelände im frühen Spiel haben kann, meiner Meinung nach. Solltest du jetzt nicht der ausgleichen Gerechtigkeit wegen, wo du eben schon das hohe Lied auf unseren Modderkollegen Melcher Kürzer gesungen hast, wenigstens zwei, drei lobende Sätze und freundliche Sätze noch über Funkman verlieren? Na, aber hallo, auf jeden Fall. Der hat nämlich. Verdanken wir nämlich diese Schönheit und mit der Blume im Haar, sehr allerliebst getroffen, passt vor allen Dingen auch wunderschön zu den schon vorhandenen Gründervätern. Das muss man da mal unterstreichen, weil schöne Sachen zeichnen können viele Leute. Aber wenn ich sag mal, der Stil sehr eng vorgegeben ist, dass es sich einfügt, das ist gar nicht so einfach. Und das hat er wirklich schön hingekriegt. Du kannst ja mal den anklicken, dass wir mal die ganze Zeile sehen. Die fügt sich schön in die andere Reihe der, ich sag mal, na gut, da sind es dann größtenteils Herren ein. Genau, das ist Malinche.
Mit Rechtsklick sieht man ihren Biografietext. Das war die Dolmetscherin und Geliebte des spanischen Eroberers Hernán Cortés, hat ihn begleitet während seines Eroberungsfeldzugs in Mexiko und hat für ihn gedolmetscht und war dadurch von durchaus wichtigem Einfluss für die Geschicke und den Erfolg dieses Eroberungsfeldzuges. Und die holen wir uns. Deckt alle Grabstätten auf, deckt alle antiken Ruinen auf und vor allem bietet zwei indianische Söldner die Lieblingseinheit von Elwood, die indianischen Söldner. Ist es tatsächlich. Also ja, dies sei meine Entscheidung. Schauen wir uns gleich mal an, die indianischen Söldner. Jetzt sind wir im Europahafen und verkaufen unser Silber. 41 Gold bekommen wir für das Eisenerz, 885 für das Silber, haben jetzt 1541 auf der hohen Kante. Wollen wir uns gleich in Ruhe mal anschauen. Zuerst heißt es jetzt aber... Wie lange braucht denn die Floyd noch? Die hat, glaube ich, noch eine Runde vor sich. Okay. So, und jetzt sind wir hier mit den beiden Truppen. Ich zeige euch mal, was hier drin steht an... Also wenn wir mit dem Offizier angreifen würden, als Kolonialmiliz, Kampfchancen nur bei 26,8%. Wir haben hier zwar nur eine Artilleriegarnison drin stehen, Grundstärkewert 2, aber das ist ja deutlich niedriger als die Kolonialmiliz, aber fette Boni drauf. Verschanzungsbonus, weil die da schon 5 Runden postiert ist, 25%, 5x5 plus 50% Siedlungsverteidigung für den Hügel. Das ist wirklich ganz schön dick. 75% Bonus. Aber wir greifen natürlich nicht mit dem Offizier an, sondern hier mit der schweren Artillerie. Und dann sieht es gleich anders aus. 79,3%. Das machen wir, denke ich mal. Übrigens, ein Planwagen steht da auch noch in Saint-Alexis. Lohnende Beute. Also, angreifen. Gerade, weil wir kaum Pferde und ich glaube noch gar keine Stoffe haben. Die man als alles Dinge, die man bräuchte, wenn man die selber fabrizieren möchte. Das macht es aufwendig am Anfang. Ein wütendes Feuergefecht. Von Erfolg gekrönt. Mehrfach wurde hin und her geschossen. Wir haben die Stadt erobert. Haben 52 Gold erbeutet. Naja, immerhin. Wir werden gefragt, ob wir die Stadt behalten wollen. Und da spricht ja eigentlich bei Colonization nichts dagegen. Im Gegensatz zu anderen Spielen wie Civilization. Da gibt es dann erstmal bisweilen irgendwelche, je nachdem welche Version man spielt, noch irgendwelche Mali in den Städten. Bei anderen Spielen teilweise auch. Aber bei Colonization ist das kein Problem. Man hat nur ganz am Anfang nach der Eroberung der Stadt für eine begrenzte Rundenzahl Unruhe und dadurch einen Komplettausfall der Produktivität in der Stadt. Aber wenn das vorübergeht, dann ist die Stadt genauso produktiv und genauso bringt einem genauso viel ein wie selbst gebaute Städte. Jetzt schauen wir uns die Siedlung mal von innen an. Pionier hat wirklich eine stoische Gelassenheit, mit der er dort auf seinen Berg einhämmert. Nimm doch mal den Offizier dann und dann kannst du ihn mal auf die Schulter tippen, ob er doch nicht lieber auf das werde ich machen. Unserer Seite den Berg weiter bearbeiten möchte. Jetzt sind wir aber erstmal im Stadtbildschirm drin von Saint-Alexis und ihr seht erstmal, was haben wir denn hier erobert? Was ist denn hier im Lager? Eisen? Das finde ich übrigens ganz nett bei Colonization, diese ganze Warenwirtschaft und auch, dass das immer so eine Wundertüte ist, wenn man eine Stadt erobert. Man weiß von außen nie genau, was erwartet an einem. Was ist eventuell an Schätzen dort? Und schaut mal hier, 23 Silber, nicht schlecht. 40 Nahrung, 26 Eisen und 20 Eisenwaren, 20 Pferde, von allem etwas. Vor allem das Silber ist natürlich eine feine Sache. Die Frage ist nur, wie transportieren wir das da ab? Und dafür gibt es eine Lösung, Elwood. Ja, die liegt direkt darüber und in der Stadt. Der wunderschöne Planwagen dort. Da kommen wir wieder an den schönen Punkt, wo man 20 Pferde in einen Planwagen steckt, der von 2 Pferden weggezogen wird. Genau. Das ist wirklich sensationell. So, ich schaufel erstmal. Mich wundert ehrlich gesagt eher, dass das Siedlungsfeld, wieso haben wir da 4 Nahrung? Ist das ein Hügel? Ich dachte, es wäre ein Hügel. Das war ein Hügel, ja. Aber die Hügel liefern doch furchtbar wenig Nahrung eigentlich. Hügel liefern ja 2 Nahrung und wenn ich mich richtig erinnere, gibt es doch immer einen Grundbonus auf dem zentralen Stadtfeld.
Das sind, glaube ich, ein oder zwei Nahrungen, die nochmal extra spendiert werden. Anscheinend sind es doch zwei. Ich habe es auch nicht genau im Kopf. Ich bilde mir ein, wenn ich in der Wüste manchmal gründete auf Hügeln, dann startet die Stadt gleich mit einem minus 1 und dann geht gar nichts. Das kann sein, weil Wüste halt gar keine Nahrung bringt. Daran sollte es eigentlich liegen. Ich habe jetzt hier erstmal friesische Reiter eingestellt in Belo Horizonte. Und wir warten da mal ab, denke ich mal. So, und jetzt war doch der Vorschlag von Elwood, ein bisschen in diplomatischen Gesprächen einzutreten mit dem Pionier und hier diesen Offizier rüberzubringen und den auf die Schulter tippen zu lassen. Das machen wir jetzt mal. Wollen wir mal eine kurze, höfliche Konversation pflegen? Tja, der hat sich doch glatt freiwillig unserer Seite angeschlossen. Finde ich gut. Ich finde es übrigens etwas schade, dass übernommene Zivileinheiten immer so kurzfristig verblassen. Ich glaube schon in Ur-Civilization gab es diese wunderschöne Geste, wie die Hände hochgehoben werden, sobald man dort Bautrupps oder ähnliches übernimmt. Hätte ich etwas passender gefunden. Hätte ich auch hübsch gefunden. Aber schau mal hier, vielleicht tröstet dich das. Hier, wir sind ja auf der Menschenjagd derzeit. Kann man doch nicht anders sagen, wo wir da anscheinend fortlaufend unschuldige und unbewaffnete Zivilisten festnehmen und uns ihre habhaft machen. Hier ist ein Meisterzigarrendreher im unbewaffneten Beruf des Siedlers, ein französischer Meisterzigarrendreher unterwegs durch den Dschungel. Wohin bewegt er sich eigentlich? Bewegt sich Richtung Nordosten. Wo will er hin? Will er eine neue Stadt gründen? Ich denke, der wird an die Küste wollen und eine Stadt gründen, dass er mit dem Schiff wieder einen Anlaufpunkt hat. Ach, den hätte ich ja schon gerne, aber schade, wir haben ja im Augenblick keine Kavallerieeinheit, die den schnell verfolgen könnte. Wäre aber auch schwierig, weil hier viele Hügel sind. Aber wir versuchen den mal im Auge zu behalten. So, jetzt haben wir noch den Späher wieder hier ganz im Westen, der mal wieder in einer Stadt vorsprechen kann, mit der Dorfvorsteherin spricht. Da war wieder mal eine andere Nation vor uns da und hat die Geschenke geholt, die Begrüßungsgeschenke, wahrscheinlich diese Holländer. Und nein, wir bekommen tatsächlich ein Geschenk. Pardon, ich habe mich vergaloppiert. Erlaubt uns, euren Späher zu unterweisen, sagt sie. Und das heißt, dass wir jetzt noch mehr Erfahrungspunkte bekommen. Die werden, glaube ich, im Augenblick noch nicht angezeigt, stehen uns dann aber in der nächsten Runde zur Verfügung. Genau, da links, ganz links steht das ganz klein. Wir haben weitere Erfahrungspunkte bekommen. Dann sollten wir zusehen, tja, das ist jetzt natürlich, eigentlich ist das ja unser Quiz-Späher, wo dann die Frage ist, wann er denn da von uns geht. Bisher hat er es nicht getan und jetzt wäre es auch langsam jammerschade. Mit so viel Erfahrungspunkten auf der hohen Kante bietet sich eine zweite Karriere als schneidiger Kürassier an. Das stimmt. So, dann haben wir hier noch einen kühnen Pionier. Das ist der, den wir eben erobert haben. Was können wir, was sollten wir mit dem machen? Wohin bewegen wir den? Ich glaube, wir sollten den nach Sao Paulo rüberbringen. Ich aktiviere mal die Bonusressourcenanzeige. Hier ist schon eine Mine. Wohin damit? Ich würde vielleicht erstmal Straßen ins Hinterland bauen. Oh ja. Von Sao Paulo aus Richtung Kartoffelstadt, weil wir sonst mit dem Planwagen keine Freude haben bei diesem Hügelgelände. Du hast absolut recht, bin sofort ganz und gar deiner Meinung. Und hier seht ihr sie, die indianischen Söldner, von denen Elwood eben vorgeschwärmt hatte. So sehen sie aus. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, auch ein Werk von Melchior Kürzer. Diese indianischen Söldner. Die Werewolves-Spieler von unserer anderen Mod, die wir im Taktprojekt gemacht haben, kennen die vielleicht. Die indianischen Söldner, unter anderem Namen, das ist das 3D-Modell der Häuptlinge, die es bei Werewolves gibt. So, indianische Söldner, zwei Stück. Und welche Besonderheiten haben die? Welche besonderen Kampfboni bringen die mit sich, Elwood? Ja, die können das, was eben auch die Ureinwohnervölker in dem Spiel so gut können. Sie können hervorragend Angriffe im Gelände durchführen. Also im Dschungel, im Wald, im Buschland, auf die Hügel herauf.
Nur halt nicht, dass ich gerade Quatsch erzähle. Bei Hügeln bin ich mir nicht sicher. Nein. Im Sumpf, im Dschungel, im Wald und im Buschland, da sind sie am Anfang gerade mit einer Grundstärke 3 ziemlich unschlagbar. Vor allen Dingen, wenn es auch darum geht, andere Indianer zurückzuschlagen oder eben aus einer Stadt heraus einen Gegenangriff zu starten, wenn das Gelände rundherum noch völlig eine reine Wildnis ist. Und wenn die danach die ersten ein, zwei Gefechte überlebt und gewonnen haben, ein bisschen an Erfahrung gewonnen haben, lassen sich diese Boni ja über Beförderung noch ausbauen. Tja, um es kurz zu machen, in einer Story, die ich mal geschrieben habe im Ziv-Forum, haben mir diese Jungs, ich hatte glaube ich 3 oder 4 insgesamt, sowas von den Arsch gerettet, um es mal klar und deutlich auszudrücken. Also ich mag die seitdem persönlich einfach sehr. Das sind unsere indianischen Söldner. Die Frage, wo postieren wir die? Vielleicht lassen wir die erstmal da stehen, denn das ist ja zentral. Genau in der Mitte von all den Städten, die wir erobert haben oder noch, die wir noch gründen wollen. Im Augenblick sehe ich keine Front, wo wir die sofort hinschicken müssten. Oder wir teilen die auf, lassen einen hier stehen und mit dem anderen ziehen wir beispielsweise hier nach Rio de Janeiro rein, um die andere Stadt, die vom Seewege aus für die Franzosen direkt erreichbar wäre, zu beschützen. Ja, denke ich. Ist clever. Ich vermute ja, wenn er zurückkommt, dass er das nicht mit einem Sturmangriff tut, sondern dass er erstmal versuchen wird, wieder irgendwo eine Stadt auf den Boden hier zu kriegen. Aber man weiß ja nicht. Lassen wir uns überraschen. Wovon wir uns jetzt beide überraschen lassen werden, Elwood, das ist das, was wir an Vorschlägen bekommen. Denn ihr wisst ja, wir haben zwei Quizspiele hatten wir hier gestartet gehabt. Eins war beim letzten Mal aufgelöst worden. Eins ist immer noch, läuft immer noch. Das ist nämlich das Quizspiel, das läuft noch hier. Da geht es um diesen Herrn hier, um diesen freien Kolonisten im Beruf des Silberschürfers. Da ist unsere Frage gewesen und ist es immer noch, wann wird die durch das Feature Learning by Doing zu einer Experteneinheit? Da haben die Leute beim vorletzten Live-Abend bereits im Chat Tipps abgegeben, haben die Rundenzahl getippt. Noch ist das offen. Mark Cross ist im Chat, glaube ich, mit dabei, nicht? Und der ist im Chat mit dabei. Da gab es gerade ein bisschen Konfusion. Ich war mir auch selber nicht so sicher. Der Gewinn, der schon einmal rausging, war der für den Schürfer oder für den Speer rausgegangen? Meiner Erinnerung ist der für den Speer rausgegangen, weil keiner so optimistisch war zu sagen, dass der Speer so lange überlebt, wie er es bislang gemacht hat. Und deshalb wurde der Preis für den Speer bereits vergeben. Ja, Mark Ross ist zugegen. Sagt gerade Learning by Doing war schon, es geht um den Speer. Genau gerade umgekehrt. Ist etwas verwirrend. Ja, aber das ist ja ein Ding. Wir haben ja den Chat protokolliert. Den müssen wir einfach nochmal nachlesen. Wir kriegen das auf jeden Fall richtig raus, wofür das Ding schon rauskam. Ja, wir werden jetzt ohnehin gleich eine kleine Pause machen, dann werden wir das kontrollieren. Aber ich wollte eigentlich nur auf was anderes raus. Das ist jetzt nämlich eine Sache, die wir in der Pause noch klären sollten, beziehungsweise ihr bitte im Chat. Wir wollten euch um etwas bitten. Wir wollten euch um eine gute Idee bitten. Oder um gute Ideen. Vielleicht haben wir mehrere von euch gute Ideen. Für ein zweites Quiz. Für jetzt. Wir haben nämlich die Preise, die beim letzten Mal weggegangen sind, noch einmal spendiert bekommen von 2K Games, der Publisher-Firma von Colonization und auch von Civilization. Noch einmal eine Gold-Edition von Civ 5 und ein Exemplar von Brave New World, dem zweiten Add-on. Zusammengenommen ist das komplette Civ 5-Paket. Alles, was es bislang gibt von Civ 5, was auf dem Markt ist. In zwei Box-Versionen. In der Schachtel, original verpackt, wird euch auf dem Postweg dann zugeschickt, wenn ihr eines der beiden Quiz auflöst. Entweder, dass das jetzt noch läuft oder ein zweites. Und da hätten wir gerne eine Idee. Während wir gleich jetzt eine kurze Pause machen von 4-5 Minuten und dann wieder da sind, denkt doch bitte mal nach und postet eure Ideen, eure Vorschläge. Welches Quiz könnten wir noch stellen? Welches Ratespiel? Möglichst eins, das noch im Zuge des heutigen Live-Abends aufgelöst wird. Also keines, was in die fernste Zukunft reinspielt, sondern möglichst eine, die relativ fix geht. Eine Idee. Wir warten drauf, Elwood und ich. Bis gleich. Ja, bis gleich.